Ja, warte, willkommen. Ein Gilbert hier gegen Seeswag again. Zinsberger Legend, Wahnsinn. Ja, ich habe leider keine Zeit, sonst würde ich es halt, ja, wie das so macht, dass ich alles erkläre halt, warum, wieso, wieso, weshalb. Aber, ja, das würde jetzt leider irgendwie den Rahmen sprengen, also ich sollte eigentlich in 20 Minuten schon weg sein. Aber ja, who cares? Ich habe sogar hier einen kompletten Win gegen Seeswag again, gegen Shaxxie. Was an er stehen? Gellner, Perna, Vigor, Cayman, Praha, Savannah. Naja. Okay, Silent. Was hat Butt stehen? Okay, auch langweilig. True Whale. Ja. Aber lustig irgendwie, dass sie auf einmal jetzt alle so Gellner auspacken, ne? War der Buff irgendwie so übertrieben oder was? Routine habe ich gesehen. Ich habe mir sogar überlegt, irgendwie, ich habe diesen Wasserstriker auch. Und ob mir der vielleicht irgendwie was für mein Ulti-Cleave-Team irgendwie hilft. Aber vom Prinzip brauche ich keinen Stripper, aber er hat halt einen Speed-Lead. Und er hat halt einen AOE, ne? Aber ich weiß halt nicht, dass irgendwie so, wie viel Damage das Ding halt macht. Also vermutlich eh wieder nicht genug, dass ich es irgendwie lohnen will für mein RT-Team. So, was hat mein Liebling, nachdem der noch grün ist? Dieselbe overpowerte Scheiße wie immer halt, ne? Free-to-play-Units. Na gut, schauen wir mal, mit wem wir anfangen. Na gut, lass halt mit meinem Liebling anfangen. Ja, das Team oben, Leo, Rika, Pisama. Nicht das Beste, ne? Je nachdem vielleicht halt, also wenn Orion nicht auf Will wäre und halt Leo reducen könnte, hätte man schon mal einen ziemlichen Vorteil. Aber Mananana hat halt natürlich auch einen Strip und so. So könnte passieren, dass er irgendwie am Fairy King oder so geht. Keine Ahnung, ist halt alles ziemlich random. Ja. Neptis, Chiana und ich glaube Xiana, oder? Nein, Nasha, Xiana ist stark. Ja. Hast du überhaupt Runen? Ja. Ciara, Theo, Clara. Wir werden outspeeden, ob es uns was bringt. Keine Ahnung. Je nachdem, was Clara macht. Okay. Orion. Klassiker. Dort nicht resistet. Klassiker. Rika gestunt. So, ich hoffe, dass. Ja, Nemesis wird nicht reinhauen. Ich glaube, Mananan kommt trotzdem vorher dran. Außer wir stunnen. Ah, Scheiße. Okay. Dass natürlich Rika gestunt wurde, ist halt richtig scheiße für mich. Mein Gott. Okay, Stunning was. Okay, nice. Ja, Klassiker. Gehen wir auf dich, hä? Wow. Okay, kill mal Qiyana, weil das Beast Rider of B halt noch ihr Second Life halt hat, ne? Okay, nice Proc. Lass dich bomben. Können wir dich dismounten? Können wir. Eigentlich hätte ich sie vielleicht jetzt killen sollen, aber ich glaube, der Damage von Theo reicht eh nicht. Allerdings würde Ciara noch drankommen, aber egal. Oh, what the fuck, hier. Naja. 3000 Schaden. Oh, shit, hier. Bombe mit Attack Break hat auch nicht gereicht, hier, aber Detonate sollte beide killen. Jupp. Ja, scheiße, hier. Der Dings, der Stun von Orion auf Recap war richtig gut. Also, da kann man nichts sagen. Sonst glaube ich, hier hätten wir das, glaube ich, gewonnen. Ich meine. Ja, Orion hat auch den Attack Bar Reduce von Leo resistet, also war halt schon wieder sehr viel RNG dabei, aber kann man nichts machen. Gut, Kollege mit Cesarion, Molly Kraker. Ja, ganz simpel halt Wasser Twins Fran. Praha, Perna, Ritesh. Cleave mit Chara. Nicht die beste Idee, wie immer. Weil ich eigentlich Ritesh killen sollte. Und dann Perna. Die Frage ist halt, ob Chara das zusammenbringen
könnte es so. Lass mal irgendwie Kraker killen. Und Tessario next. Okay, resisted. Nicht so wild. Er fokust Evbran. Wir attack-breaken ihn oder auch nicht. Wir defense-breaken ihn oder auch nicht. Komm her. So, wir heilen uns. Gut, auf ein neues. Ich schwöre, irgendwann proppt er und killt uns. Kill, man. Können wir jetzt endlich mal Defense Break landen? Schau, ich hab's hier gewusst. Ja, dann geh auf Molly hier. Bringt auch nichts. Komm. Wir sind eh auf Vampire, wir brauchen trotzdem Defense Break. Danke. Mach's gut. So. Bitte zögerst nicht unnötig hinaus hier. Okay, danke. So, was haben wir da jetzt? Ah, genau, mit Chara. Gott, ich weiß nicht, wie tanky. Schauen wir mal, was Galeon landet. Okay. Safe Play wäre natürlich Perna killen. Perna wäre weg. Greedy Play wäre natürlich zweiter Skill mit Chara auf Ritesh, aber. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht dran, also deswegen. Das ist 50k. Okay, wir haben nicht mal gecrittet gerade hier, super. Natürlich muss er. Bioproppen. Help me! Help me! Okay. Ich muss, glaube ich, trotzdem. Ich würde zwar irgendwie gerne Braha jetzt reducen, aber ich muss, glaube ich, noch mehr Damage auf Ritesh machen, weil wir keine Tech-Buff haben. Nice Crit auf jeden Fall. Vielleicht können wir ja stunnen. Na, warum auch? Okay. Das Ding ist halt, Braha geht auf unseren Chara, ne? Weil Lake. Gott! Und die Braha ist auf Bio, hey. Was ein Scheiß. Ja. Ach, Scheiße, Mann. Ja. Und die. Wie gibt's denn das immer, hey? Auf Weihe und auf 100 Resistance, ne? Ah, okay, der letzte hier. Braha nochmal, Marsha, Tyrannus, Ciara, Panabas dead. Und dann auch diesen Striker, Savannah und Beta. Ja, Windpanda und Double Wasser. Mal schauen. So, wir outspeeden, okay. Lass dich das. Wieso crit. Ich schwör, das ist schon wieder so ein Scheiß. Ja. Es war eh klar, hey. Wirklich. Wirklich. Hey. Ja. Wahnsinn. Gut. Problem. Wir haben 74 Accuracy, ja? Es funktioniert einfach nicht, wirklich. Okay, immerhin Bioprop. Wir wissen eh, dass das Drecksvieh dann gecrittet hätte und unsere Ciara gekillt. Oh, ist so overpowered hier. Was ist jetzt irgendwie? Bioprah irgendwie? Weiß ich nicht. So, können wir dich killen? Nein, können wir dich killen? Ja. Können wir dich bomben endlich mal? Danke. Detonaten aber nicht, weil es nicht reicht halt, ne? Ach so, wow, MVP, hey. Scheiß Praha. Und natürlich ein Full Strip, ne? Weil egal, dass Ciara Wind ist und so, ne? Naja, was soll's. So, Praha bomben nochmal. Detonaten Tyrannus killen. Kommt zurück, Perna finished. GG, okay, oder auch nicht. Oh Mann, hey.
Gott, Fall unmöglich. So, was haben wir da? Ah ja, genau. Was sagt ihr zu meinem RT Windpanda Skin, ha? Windpanda Skin für Arme habe ich mir gekauft. Okay. Demon ist down. Das ist gut. Die anderen fokussen Rina. Wir gehen auf Savannah. Schau es dir an, hä? So, Demon kommt zurück. Demon killt Better. Jupp. Holy shit. Also übertrieben ist Tanky. Naja. So, Demon stirbt halt wieder. Der ist halt jetzt eh dann, glaube ich, useless, weil er den zweiten Skill nicht ready hat. Aber ja. Ja, ist der wirklich so tanky oder machen wir keinen Schaden, ne? Egal. So, voll um. Ja. Das ist auch, das ist so dumm. Aber ich müsste ihm, glaube ich, wirklich mal eine. Irgendwie ein Artefakt geben. Obwohl ich mir eigentlich einbilde, dass er sowas hat. Dass er Attackbar bekommt, wenn er zurückkommt, ne? Oder wollte ich es mal machen? Ich weiß nicht mehr. Egal. Oh, wir gewinnen so oder so. Er stirbt halt nochmal. Aber ja. Schau dir die Vio-Box an schon wieder. Wahnsinn. Aber sie kommt halt nicht durch Shield. Schau sie an. Was war das jetzt? Zweimal zwei Vio-Proxy? Wahnsinn, ja? Naja. Na gut. Wir haben den einen gewonnen. Sonst haben wir zwei Draws. Wobei der, den haben wir auch verloren, den linken. Würde ich auch einfach sagen, wegen Pech halt, ne, oder RNG-Glück einfach. Weil, ja, Leo wieder Attack by Reduce auf Orion bekommen hat und halt Orion Recur gestunt hat. Das war, das glaube ich, war eigentlich der MVP. Play, wie auch immer, who cares. Und was haben wir gegen ihn? Ja, okay, ich meine, weil ich halt Chara gebracht habe, ja. Ich meine, wir wissen eh, dass Chara crappy ist. Aber ja, egal. So, ich habe eh keine Zeit. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe halt, dass ich irgendwie Swag demnächst noch bekomme, wenn ich irgendwie mehr Zeit habe, ne. Dann mache ich irgendwie ein bisschen wieder ein längeres Video, warum, wieso, weshalb. Aber ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.